Mein Name ist Kinga Lux, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und betreue die Sammlung hier im Kunstmuseum Aalen. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der zweiten Etage. Parallel zu der Ausstellung Christian Rolfs Augenmensch haben wir hier eine kleine Kabinettausstellung aus den eigenen Sammlungsbeständen aufgebaut. Unter dem Titel In bester Gesellschaft zeigen wir hier 11 Zeitgenossen von Christian Rolfs. Denn sein Gemälde Die Herbstlandschaft war das erste Bild, was für das Kunstmuseum Aalen angekauft worden ist. Christian Rolfs gehörte keiner Künstlervereinigung an. Dennoch war er sehr stark in das künstlerische Netzwerk seiner Zeit eingebunden. Zunächst einmal studierte er den französischen Impressionismus, beschäftigte sich mit Monet oder eben mit Renoir, das ist das älteste Bild aus unserer Sammlung. Es ist eine Landschaft aus dem Jahr 1885. Christian Rolfs stellte auch aus, selbstverständlich. Und zwar 1909 beispielsweise in der Sonderbundausstellung in Düsseldorf, so zum Beispiel mit Walter Oppay oder mit Heinrich Naun oder auch mit Emil Nolde. Mit Emil Nolde war seit 1905 eng befreundet. Es verband sie die Liebe zu der Aquarellmalerei. Nicht zu unterschätzen ist der Einfluss auf die jüngeren Künstler, so zum Beispiel auf den westfälischen Maler Peter August Bückstiegel oder auf die rheinischen Expressionisten Heinrich Campendonk, Wilhelm Wieger oder auch Helmut Macke. All diese Maler in unserer Ausstellung haben sich mit dem Neoimpressionismus, Impressionismus, mit dem Pinsel Ductus van Goghs beschäftigt. Ihre Bilder sind sehr lebendig und farbenfroh. Die Farbe selbst ist pastos und dick aufgetragen, sodass die Oberflächen vibrieren. Und so wird es ganz deutlich, angefangen bei 1885 bis hin zu einem frühen Gemälde von Willy Baumeister aus dem Jahr 1910, wie intensiv die künstlerische Entwicklung zu Anfang des 20. Jahrhunderts war. Und auch wenn sie später unterschiedliche Wege eingeschlagen haben, bis hin zur Abstraktion, um 1910 stand sie sich ziemlich nah. Ich hoffe, dass Sie nach dem Lockdown uns besuchen werden. Dankeschön.